Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist sie da, die Apex Pro. Ich möchte sie euch im ausführlichen Review vorstellen. Dabei werde ich hier euch alle Funktionen der Uhr zeigen. Ich werde das Ganze wieder wie gewohnt in Kapitel einteilen. Das heißt also, wenn dich an irgendeiner Stelle was nicht interessiert, kannst du es überspringen, beziehungsweise wenn du es nochmal anschauen willst, kannst du dann auch nochmal zurückspringen. Ja, da haben wir es dir auch schon, die Apex Pro. Und wenn wir uns jetzt mal im Vergleich anschauen, ich habe hier noch das Vorgängermodell. Wir haben hier die 51 mm Variante. Und wir können auf jeden Fall erkennen, dass es hier schon einen deutlichen Unterschied gibt zu der Vorgängervariante. Das war die größte Uhr, auch mit Saphirglas. Und das ist jetzt die 51 mm Variante, ebenfalls mit Saphirglas. Wenn wir daneben jetzt noch eine Phoenix 7X legen, das ist nicht die Pro-Variante, das ist noch die normale Variante in Anführungszeichen, dann sehen wir auch, dass wir hier fast eine identische Uhren haben. Der große Unterschied ist hier einfach wirklich das Display und hier in diesem Fall auch die Solarversion. Ein weiteres Merkmal ist natürlich hier auch jetzt die verbaute Taschenlampe, die wir dazu bekommen. Die ist hier oben verbaut, das hatten wir jetzt im Vorgängermodell noch nicht. Und ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, wenn ihr hier kurz zweimal auf die Taste drückt, die Taschenlampe direkt einzuschalten. Und dann wird das Ganze hier so eingeschaltet, wie es letzte Mal im Menüfeld eingeschaltet worden ist. Ihr habt aber auch die Option, wenn ihr länger auf die Taste hier drauf drückt, in das Schnellauswahlmenü zu kommen. Und hier gibt es dann auch die Möglichkeit, Reiter der Taschenlampe. Und hier könnt ihr dann einmal das Ganze in Stufen einstellen. Wir sehen hier, wir haben hier vier verschiedene Stufen. Ich blende das Ganze auch mal ein, wie das dann hier in der Dunkelheit aussieht. Also die Taschenlampe leuchtet wirklich sehr, sehr gut aus. Und ja, sie ist auf dem Niveau einer Enduro 2. Und ich möchte sie auch nicht mehr missen. Man lacht zwar ein bisschen darüber, aber ich nutze sie ganz viel jetzt für, ja, wenn ich zu den Kindern gehe, wenn nachts was ist. Oder im Hotel habe ich es auch schon genutzt, wenn ich aufs Klo gegangen bin, ohne jetzt groß das Licht anzumachen, habe ich hier die Lampe genutzt. Ebenfalls gibt es hier dann auch einen Rotmodus, den wir nutzen können. Dann sehen wir hier, haben wir jetzt eine rote Lampe und so könnt ihr dann hier die Taschenlampe einstellen. Ein weiteres äußerliches Merkmal ist auch, wenn wir nach hinten schauen, das sind die Sensoriken bzw. der Sensor. Wir haben jetzt hier wieder einen optischen Herzfrequenzsensor verbaut und zwar bietet hier Garmin die neueste Generation an. Hier sehen wir jetzt dann vier so weiße Kacheln, während wir hier bei der Apex 2 noch zwei Kacheln gesehen haben. Garmin verspricht sich hiermit noch bessere Daten zu liefern bzw. das Ganze noch mal besser zu messen, gerade wenn ihr jetzt hier viel schwitzt und unterwegs seid, dass hier die Daten nochmal besser aufgefasst werden. Was wir hier aktuell nicht haben, ist die EKG-Funktion. Ob die kommt, weiß man nicht. Was man aber gut erkennen kann, ist, dass der Sensor jetzt vom Metallgehäuse entkoppelt ist. Das heißt also, hier ist so ein kleiner Gummiring, der hier außen rum geht, den wir hier bei der Apex noch nicht haben. Darüber hinaus sehen wir dann auch hier die Anschlüsse. Wir sehen auch hier die Garmin-typischen Anschlüsse. Da hat sich jetzt nichts geändert. Das heißt also, die Kabel sind dann immer noch die gleichen. Lediglich der Anschluss vom Kabel selbst ist jetzt nicht mehr USB-A, sondern USB-C. Das ist hier die einzige Änderung. Was die Größen der Apex Pro angeht, so schließt sich das Ganze hier der Phoenix-Uhren an. Wir haben jetzt hier einmal eine 42mm Variante, eine 47mm Variante und eine 51mm Variante. Es gibt aber hier keine großen Unterschiede mehr, was den Speicher angeht. Alle Uhren haben 32 GB und alle Uhren haben jetzt auch das Multiband-GPS. Das war jetzt noch in den Vorgängermodellen etwas anders und das finde ich auch wirklich sehr gut, dass wir jetzt hier keine Unterscheidung mehr haben, weil gerade hier beim Speicher mit Karten etc. ist es natürlich interessant, wenn alle hier den gleichen Speicher haben. Was hier noch hervorsticht, ist natürlich das Touch-Display, das AMOLED-Display, was hier Garmin verbaut hat. Wir haben hier bei der größten Uhr 1,4 Zoll. Das ist auch das gleiche, wie wir es jetzt hier bei der Phoenix 965 bekommen haben. Das heißt also, hier haben wir die gleiche Displaygröße. Einzig beim Design haben wir so ein paar kleine Unterschiede. So haben wir bei der Phoenix Uhr zum Beispiel jetzt im Wetter hier alles schön animiert. Wir sehen hier eine Wolke, beziehungsweise eine Sonne ist in diesem Fall. Oder dann auch bei schlechtem Wetter bekommen wir Wolken angezeigt, bei Regen, Regen. Also ist optisch ein bisschen aufgehübscht. So haben wir es bei der Apex 2 doch alles etwas, ich sag mal, schlichter gehalten. Wir sehen jetzt hier das Wetter im Vergleich, dass wir hier so tatsächlich ja, nicht so wirklich was animiert haben, sondern einfach nur harten Daten, Fakten hier präsentiert bekommen. Auch wenn wir zum Beispiel zu einer Aktivität hineingehen, dann sehen wir hier, wenn wir zum Beispiel jetzt Laufen ausführen, dass wir hier dann auch so ein schönes Bild bekommen. Da sehen wir hier so ein schöner Läufer, der hier animiert ist bzw. angezeigt wird. Wir bekommen jetzt bei der Apex halt ja tatsächlich nur eine Laufübersicht angezeigt. Auch hier tägliche Trainingsvorschläge, wie wir gerade sehen. Und ja, mehr ist es an dieser Stelle nicht. Das Ganze ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich würde mir wünschen, dass wir hier einheitliches Design haben und einfach die Zeit hier für andere Sachen genutzt wird, als hier verschiedene Designs für jede Uhr zu gestalten. Stichwort Display, wir haben hier wie gesagt ein Touch-Display, wo man hier wunderbar bedienen kann, ohne Probleme.
Das, ja, ihr könnt dann auch hier drauf gehen, zum Beispiel kommt ihr da zurück ins Menü. Wir sehen auch hier die Display Designs, das ist jetzt ein nicht Garmin originales Display Design. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel bei diesem, ja, das Wetter, und es wird hier auch farblich nochmal unterlegt. Wir haben oben eine Wettergrafik bis 31 Grad und je nachdem sind dann natürlich dann hier auch die Wärme oder beziehungsweise die Wärme wird hier in Farben angezeigt. Das Ganze stammt aus dem Garmin Connect IQ Store. Ihr habt nämlich auch bei dieser Uhr natürlich, wie bei allen Garmin-Uhren mittlerweile, die Möglichkeit, hier weitere Display-Designs herunterzuladen. Das wird hier gut unterstützt und wir sehen hier, da gibt es auch einige von Garmin selbst nochmal, die ihr zusätzlich nochmal zu den Standard-Display-Designs herunterladen könnt, um einfach eure Uhr hier so ein bisschen zu individualisieren. Ab hier ist dann hier der Standard, der hier verbaut ist. Das heißt also, die Display-Designs, die ihr jetzt hier seht, die bekommt jetzt auch dann hier mit der Uhr direkt ausgeliefert. Und wir sehen auch hier, dass manche dann ja von der Epix 2 schon bekannt sind, nur farblich dann hier statt gelb hier rot gehalten werden. Die Uhr unterstützt natürlich dann auch wieder alle Notfallfunktionen. So haben wir natürlich die Option, wenn ihr jetzt einen Alarm auslösen wollt, dass ihr oben links länger auf die Taste drücken könnt. Und dann wird hier direkt ein Alarm ausgelöst und euer Kontakt, den ihr hinterlegt habt, direkt benachrichtigt. Hierfür ist aber dann das Handy nötig oder dann ein InReach-Gerät, das hier dann die Daten senden kann, damit der Kontakt hier Bescheid kommt, falls euch irgendwas passiert ist. Darüber hinaus haben wir dann auch noch eine Sturzerkennung dabei, das heißt also auch das ist hier enthalten. Das könnt ihr übrigens dann auch, wenn ihr hier länger auf die Taste in der Mitte drückt, ganz einstellen. Das heißt also, wenn ihr das jetzt nicht haben wollt oder für was Bestimmtes nicht haben wollt, könnt ihr hier in Sicherheit und Tracking hineingehen. Da sehen wir auch schon hier Unfallbenachrichtigungen und hier könnt ihr dann zum Beispiel für die Aktivität Arbeitsweg, E-Bike gehen, ja, je nachdem das einstellen, wie ihr das haben wollt. Und das sind hier die Einheiten bzw. Trainingseinheiten, die mit Unfallerkennung unterstützt werden. Das Ganze funktioniert einfach so, ihr bleibt stehen oder knickt ab oder ihr stürzt vom Rad und dann geht hier ein Alarm los. Ihr müsst dann auch abbrechen, wenn das nicht abbrecht, dann ja, wird hier der Alarm ausgelöst und der Kontakt benachrichtigt. Ebenfalls haben wir natürlich auch Live-Track dabei, das heißt also, wenn ihr jetzt unterwegs seid, euch navigieren lasst, dann seht man im Live-Track einmal, wo ihr euch hin navigieren lasst und wo ihr gerade seid. Das wird dann farblich unterschieden. Rosa ist das, wo ihr hin möchtet, blau ist das, was ihr gemacht habt. Oder auch wenn ihr normal laufen geht, bekommt dann die Kontaktperson ebenfalls angezeigt, wo ihr gerade unterwegs seid. Auch hier ist natürlich dann ein Handy oder ein InReach-Gerät notwendig, weil die Uhr hat hier kein LTE verbaut. Und das ist auch so ein Kritikpunkt, den ich habe. Warum bringt Garmin hier keine LTE-Uhren heraus? Technisch ist das eigentlich, glaube ich, kein Problem für Garmin. Eine nächste Neuerung, die wir haben im Bedienkonzept, wir können ja das klassische ganz normal hier durchswipen oder auch dann hier ja, mit den Tasten durchgehen. Wir haben ja dann auch die Möglichkeit zum Beispiel, dass wir hier oben links dann in das Schnellauswahlmenü hineinkommen, wenn wir länger drauf drücken. Das ist ja alles bekannt. Was neu hinzugekommen ist, wenn ihr jetzt hier unten länger auf die Taste drückt, da schauen wir drauf, dann sehen wir hier, dann geht hier eine Art Tab auf, beziehungsweise eine Tab-Leiste. Man kennt es eigentlich von Handys oder jetzt auch von der Apple Watch etc. So haben wir das jetzt auch bei der Garmin-Uhr dabei. Das heißt also, ihr könnt dann ganz schnell, zum Beispiel wenn ihr zu den Temperaturen wollt, hier reingehen und bekommt hier so eure letzten Tabs angezeigt, bei denen ihr da drin wart. Und das ist wirklich ganz praktisch. Also ich nutze das wirklich tatsächlich jetzt schon ganz viel, weil ich dann immer zu ganz bestimmten Sachen möchte und mir das dann hier direkt anzeigen lassen kann, ohne Probleme. Wenn wir dann in das Schnellmenü hineingehen, sehen wir auch schon, wir haben wieder das klassische Schnellmenü. Wir sehen einmal Taschenlampe, Touchdisplay ein- und ausschalten, als auch den Schlafmodus direkt aktivieren oder auch natürlich die Möglichkeit, Herzfrequenz zu senden. Ihr könnt zum Beispiel an Swift eure Herzfrequenz senden oder an alle anderen Geräte, die das mit Bluetooth unterstützen. Das ist auf jeden Fall möglich, weil die Uhr selber hat ja auch Bluetooth und ANT Plus dabei. Was wir jetzt aber neu hinzubekommen, ist der sogenannte Redshift. Und wir sehen hier, es ist teilweise noch nicht alles übersetzt. Gerade die neuen Sachen, oder was heißt gerade, sondern die neuen Sachen sind teilweise nicht übersetzt. Und so haben wir auch den Redshift-Modus. Das heißt also, hier wird einfach, wenn wir den hier ausführen, alles in den roten Modus gesetzt. Da sehen wir jetzt hier direkt schwarz-rot. Und wenn wir jetzt einfach mal kurz rausgehen und uns einfach mal das Display angucken, dann sehen wir hier, dass das Design sieht auch schon ganz anders aus, als auch wenn wir hier in die Widgets hineingehen. Wenn wir gerade mal hier in die Schritte reingehen, können wir sehen, dann ist das hier grafisch auch nochmal angepasst. Und gerade für die Leute, die jetzt hier nachts im Dunkeln unterwegs sind und es benötigen, ist das wirklich sehr hilfreich. Das Ganze wird wieder ausgeschaltet, indem wir lange da oben wieder auf Schnellmenü drücken und hier Redshift nochmal drauf drücken, dann ist das hier entsprechend ausgeschaltet. Stichwort Schnellauswahlmenü, so habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, die Garmin Epix Pro wieder in Garmin Connect einzustellen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache mittlerweile auch nichts mehr anderes. Dafür müsst ihr einfach hier in die Connect App hinein und dann ist hier oben auch die Uhr, da gehen wir jetzt mal drauf. Dann sehen wir jetzt alle Uhren, die wir hier verbunden haben. In dem Fall ist es hier die Epix Pro
und dann wird das Ganze auch schon hier geladen. Und hier gibt es dann die Option, auch das Schnellauswahlmenü hier einzustellen. Dafür gehen wir jetzt einfach hier auf Darstellung und dann gibt es hier den Menüpunkt Steuerung. Da sehen wir auch schon hier, dass wir hier die Steuerung einstellen können. Alles, was ihr haben wollt, macht ihr einfach mit einem Plus hier rein, das sehen wir hier unten. Und alles, was ihr nicht haben wollt, könnt ihr mit einem Minus rausmachen. Zum Beispiel Stroboskop möchte ich nicht haben, dann wird es hier rausgeschmissen und auch direkt synchronisiert. Möchte ich jetzt zum Beispiel Gerätsperren haben, dann gehe ich da aufs Plus und dann habe ich das dann auch hier im Schnellauswahlmenü dabei. Könnt ihr es hier oben sehen, da ist es direkt dazugekommen, ganz oben. Da haben wir es. Oder wenn wir zum Beispiel einen Kompass noch dazu nehmen, sehen wir hier direkt, der Kompass ist dann hier auf der Uhr. Und wenn wir schon hier drin sind, sehen wir auch, wir haben hier erst wieder den Garmin Morgenbericht dabei. Auch hier bei allen neuen Uhren ist es dabei. Da können wir auch reingehen. Der Morgenbericht, ich blende es euch mal ein, zeigt euch einfach morgens so eine kleine Übersicht, wie es euch geht, wie ihr geschlafen habt, wie dann ja eure Body Battery ist etc. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, das Ganze dann auch einzustellen. Das heißt also, ihr könnt dann hier entweder ausschalten, das ist hier möglich, als auch zu sagen, ich möchte den Bericht bearbeiten. Da gehen wir da nochmal rein. Hier könnt ihr dann sagen, okay, ich möchte nur Wetter, Schlafen, Body Battery, der Rest interessiert mich nicht. Oder dann auch alles hinzunehmen und hier nochmal bearbeiten. Wir haben ja auch die drei Striche, da können wir einfach drauf gehen. Dann sehen wir hier, können wir dann auch schon die Reihenfolge ebenfalls sortieren, wie ihr das möchtet. Ja, dann kommen wir auch schon gleich zu den Widgets. Und da möchte ich euch im Vorfeld schon empfehlen, die Uhr zu updaten. Das heißt also, das direkt bei Garmin Express entweder anzuschließen oder dann über Over-the-Air-Updates das Ganze zu machen, weil es gibt so ein, zwei Funktionen, die da noch nicht dabei sind. Darüber hinaus möchte ich noch anmerken, was das Display angeht. Ich habe es momentan auf maximale Helligkeit und maximale Brenndauer eingestellt. Das heißt also, wenn wir nachher den Akkuverbrauch sehen, bitte das nochmal zu berücksichtigen. So, dann gehen wir einfach mal rein. Da sehen wir jetzt auch hier, wir haben ganz klassisch wieder das Wetter, wie wir es schon kennen. Wir haben jetzt 30 Grad Maximum, 15 Grad Minimum Temperatur. Das sehen wir auf einen Blick. Beziehungsweise mit 27 Grad die aktuelle Temperatur. Ebenfalls sehen wir hier oben dann den Tropfen, der ist jetzt momentan ganz schwarz, weil einfach kein Regen angekündigt wird. Aber wenn die Regenwahrscheinlichkeit steigt, dann geht dieser Tropfen hier auch rüber. Und so mehr die Wahrscheinlichkeit ist, umso größer ist dann auch der Balken. Würde ich sagen, gehen wir aber mal ins Widget hinein. Hier bekommen wir nochmal so eine kleine Übersicht. Auch hier gefühlte Temperatur und die Ist-Temperatur, als auch den Wind. Wie auch dann hier die Prognose für die nächste Zeit. Wir sehen hier, es wird schön warm, also klassisches Freibadwetter. Ich gehe danach mit meinen Kindern gleich mal hin, so wie ich mir das so angucke. Und dann sehen wir auch hier nochmal den Verlauf über den Tag. Dann sehen wir auch, dass es dann hier keinen Regen geben wird. Dann könnt ihr euch als nächstes natürlich auch die Tagesprognosen anschauen für die nächsten Tage bis Mittdienstag, als auch dann die Regenwahrscheinlichkeit bzw. Temperaturverlauf, wie auch hier jetzt dann die Luftqualität, als auch die relative Feuchtigkeit und natürlich dann auch den Taupunkt und der UV-Index. Was jetzt neu hinzukommt, das haben wir bis jetzt noch nicht gehabt, ist dann hier die Kartenübersicht, die wir bekommen. Wir sehen hier meinen aktuellen Standort und hier könnt ihr euch jetzt mehrere Sachen anzeigen lassen. Wenn wir hier oben rechts drauf drücken, geht hier ein Menü auf, dann sehen wir einmal hier eine Wiedergabe als auch Change Overlay. Das ist wieder ein Thema mit der Übersetzung, nicht passiert. Und da können wir einfach mal reingehen und hier bekommen wir nämlich jetzt mehrere Sachen angezeigt. Einmal könnt ihr euch den Niederschlag anzeigen lassen, die Wolkendecke, Temperatur und auch den Wind. Gehen wir jetzt einfach mal auf Temperatur, weil Regen ist ja keiner angekündigt. Und das sehen wir auch ganz gut. Das dauert so einen ganz kleinen Moment, bis sich das Ganze synchronisiert. Hier ist auch ganz wichtig, dass das Handy in der Nähe ist, weil die Daten werden übers Handy gezogen. Und dann bekommt ihr hier eine kleine Übersicht. Ich muss aber anmerken, beim ersten Mal dauert es etwas länger, wenn ihr reingeht. Könnt ihr sehen, hier sehen wir den Temperaturverlauf. Aktuell sind 26 Grad. Wir haben auch die Möglichkeit, hier natürlich uns da nochmal rein zu zoomen. Das können wir mal eben kurz machen. Sagen wir hier, gehen wir ein bisschen rein. Und da habt ihr es so ein bisschen in der Übersicht. Was ihr darüber hinaus auch noch machen könnt, ist, das Ganze ablaufen zu lassen. Das heißt also für die nächsten Stunden, da gehen wir jetzt mal auf Wiedergabe, dann guckt ihr oben mal auf die Zeit. Da sehen wir jetzt hier, wie sich das Ganze auch verändert. Und wir sehen hier 2 Uhr bis 2 Uhr geht es jetzt momentan. Und habt hier auch den Temperaturverlauf dabei. Können wir da nochmal rauszoomen, dann sehen wir hier, das lädt noch ein kleines bisschen nach. Dann gehen wir uns einfach nochmal kurz ins Overlay hinein und schauen wir mal, ob es irgendwo Regen gibt. Und da sehen wir, dass wir nichts sehen, beziehungsweise hier kein Niederschlag vorhanden ist. Also das heißt, hier ist alles in trockenen Tüchern quasi. Und so bekommt ihr auf jeden Fall das Ganze in der Übersicht angezeigt. Der Vollständigkeit halber zeige ich das nochmal für den Wind, weil Wind ist ja dann auch dabei. Und so seht ihr dann auch hier, wie dann die Windprognosen für die nächsten Stunden sind und habt das hier so wie gesagt dabei. Leider ist das Ganze hier nicht bei der Aktivitäten dabei, beziehungsweise bei der Navigation. Da müsst ihr dann wirklich beim Workaround aus der Aktivität herausgehen und hier nochmal in die Wetter-App hinein. Ich hoffe, dass Garmin das hier
dann mit der Zeit auch updatet, um hier dann wirklich auch das Ganze hier anzubieten. Und auch das kommt ab und zu mal vor, Datenanfrage fehlgeschlagen, Verbindungen prüfen, also irgendwie ist da was abgebrochen und das habe ich jetzt schon ein, zwei Mal gehabt, aber es ist nichts Wildes, wir gucken jetzt nochmal ganz kurz rein. Meistens ist es das Problem, wenn ich das mit der Wiedergabe mache, dass es hier so ein bisschen problematisch ist, aber im Regelfall funktioniert das Ganze, jetzt sehen wir auch, jetzt lädt es schon wieder. Und nun sehen wir jetzt auch hier schon den Wind, der wir angezeigt bekommen. Und auch hier habt ihr natürlich die Möglichkeit, das Ganze für die nächsten Stunden wiederzugeben, falls für euch hier Wind von Interesse ist. Was wir natürlich auch haben, ist dann wieder das Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Widget. Das ist ja schon altbekannt. Wir sehen einmal hier in der Übersicht, in 6 Stunden, 12 Minuten geht die Sonne unter. Der weiße Strich zeigt an, wo wir gerade sind. Wir können natürlich auch ins Widget hineingehen. Dann sehen wir natürlich eine schöne Übersicht hier, den Verlauf. Wir sind hier oben am Strich, hier unten ist dann die Dämmerungszeit, da ist dann die Nacht. Und so habt ihr den Tag so ein bisschen in der Übersicht. Ihr könnt dann aber auch euch nochmal die Daten genau anschauen. Hier für den 9. Juni sehen wir jetzt hier Dämmerungszeit als auch die Zeiten. Beziehungsweise wenn wir runterscrollen, bekommen wir dann hier auch nochmal das Ganze so ein bisschen in der Karte angezeigt. Das ist soweit interessant, dass wir einfach hier sehen, wie der Sonnenverlauf ist, beziehungsweise wie gerade die Sonne zu euch aktuell steht, falls das für euch wichtig ist. Dann haben wir noch die Ellipse, wie das Ganze hier verläuft, wie wir gerade aktuell stehen. Und so seht ihr das dann hier in der Übersicht. Was natürlich nicht fehlen darf, ist wieder auch wieder ein Schrittzähler, als auch ein Etagenzähler, wie auch die verbrannten Kalorien. Und hier bekommen wir dann auch nochmal ganz schön detailliert angezeigt, wie sich das Ganze zusammensetzt. Wir sehen jetzt hier, ich habe momentan heute noch keinen Sport gemacht. Das sind sehr viele Passivkalorien, wir sehen 1505 ist rein passiv, 278 aus der Bewegung heraus. Und ihr bekommt dann hier auch nochmal angezeigt, das ist auch neu, einmal Aktivität und zusätzlich und was das Ganze gibt, als auch dann hier natürlich nochmal eine Wochenübersicht. Den Durchschnitt von Aktivkalorien bekommt ihr dann auch nochmal angezeigt. Was wir aber neu haben, das ist ja ein bisschen aufräumen, sage ich mal. Also neu in dem Sinne, dass wir jetzt einen sogenannten Health-Bereich haben, auch das noch nicht ganz übersetzt. Und hier sehen wir schon ja, die erste Übersicht, einmal die Garmin Body Battery, die jetzt nichts anzeigt, weil ich die Uhr nicht anhabe, als auch den Schlaf hier direkt. Wir können aber nochmal reingehen. Dann sehen wir hier die Garmin Body Battery aktuell, liegt jetzt momentan bei ja, knapp 25, als auch dann natürlich die angebotene Stressmessung, die wir hier sehen, die war jetzt recht hoch. Wie auch dann, wenn wir in den Schlaf gehen, sehen wir dann auch hier die Schlafübersicht. Und hier ist auch so, der Schlaf wird mittlerweile deutlich besser getrackt als noch in der Vergangenheit. Ich habe noch Abweichungen von 5 Minuten, das ist aber im guten Bereich. Also ich würde das jetzt nicht als schlecht und negativ bewerten, weil ob ich jetzt 5 Stunden 58 schlafe oder 6 Stunden und 2, die Nacht war kurz. Das muss man einfach sagen. Und so bekommt ihr einen Score und eine Qualität angezeigt. Das Ganze fließt nachher noch in ein Sportwidget hinein. Und ja, diese Auflistung zwischen wach, REM, leicht und tief, das ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Am besten bekommt ihr solche Werte eigentlich nur im Schlaflabor. Die Uhren können es vielleicht jetzt annähernd auch schon gut ermitteln, aber ich nehme da jetzt nicht so viel Wert drauf, beziehungsweise gebe da nicht so viel Wert drauf und weiß ja ungefähr selber, wie ich dann geschlafen habe. Aber für die Gruppeübersicht ist es dann schon mal sehr hilfreich. Ihr bekommt dann auch einen Sleep Score angezeigt, wie gut ihr geschlafen habt, da liegt es aber dann an der Qualität. Ihr habt dann aber auch die Möglichkeit, hier noch ein paar Sachen einzustellen. Da gehen wir einfach hier oben auf den Knopf rechts und dann gibt es hier die Möglichkeit, bei Einstellung dann ja, den Schlafplan anzulegen. Ein sogenannter Plan heißt, dass die Uhr gesagt bekommt, wann ihr dann schlaft. Das ist jetzt aber klar wichtig dafür, dass ihr ein bisschen erkennt, wann ihr schlaft, um es ein bisschen besser einzuordnen. Die bessere, also das Wichtigere daran ist, oder was ich daran besser finde, ist, dass die Uhr dann einfach in den D&D-Modus geht und hier euch nicht mehr stört mit Benachrichtigungen. Und es gerade, wenn ihr Schicht arbeitet, ist es natürlich hier eine interessante Sache, weil ihr da ja sehr unregelmäßig ins Bett geht. Und das könnt ihr dann hier auch verwalten, wenn ihr das wollt. Da können wir reingehen und dann hier die Zeiten einstellen. In der Health-App haben wir dann natürlich auch noch den Herzfrequenzsensor dabei, der jetzt mit dem neuen optischen Sensor misst. Und ich muss auch echt sagen, ich habe jetzt hier schon 1, 2, 3 Aktivitäten gemacht und ich habe wirklich sehr, sehr gute Werte bekommen, was den Herzfrequenzsensor angeht. Ich muss aber auch sagen, der war auch schon bei dieser Uhr hier wirklich sehr gut und ohne Probleme. Aber hier ist auch keinerlei Verschlechterung trotz neuem Sensor. Und gerade wenn ihr jetzt im Hobbybereich unterwegs seid und selbst wenn ihr schon ein bisschen Leistungssport macht, die Uhren machen das mittlerweile schon richtig gut. Was ich noch testen muss im Krafttraining, getestet habe ich es bis jetzt beim Radfahren auf Kopfsteinpflaster und Schotter, als auch beim Laufen und da hat es wirklich sehr gute Werte gebracht. Ich hatte es schon euch mal ein bisschen eingeblendet. Dann haben wir natürlich auch die Herzfrequenzvariabilität. Das ist natürlich ein wichtiger Indikator für ja, die Regeneration, fürs Ausruhen. Der wird beim Schlaf ermittelt. Das dauert auch ein bisschen, wenn ihr jetzt die Uhr neu habt, dann müsst ihr eine Weile warten, bis der synchronisiert. Ich glaube, so knapp 2 oder 3 Wochen war das gewesen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, das ist schon so lange her. Es ist aber so, wenn ihr eine Uhr hattet, die das schon unterstützt,
Dann wird das Ganze mittlerweile über alle Uhren synchronisiert, also über Forerunner-Uhren, Phoenix-Uhren, da gibt es keine Ausnahmen. Da bekommt ihr den Wert auf jeden Fall mit. Es ist nicht mehr so, dass jede Uhr das hier einzeln ermittelt, weil der Wert wird für euch individuell ermittelt. Das heißt also, den Balken, den ihr seht, der basiert auf der Basis von euch, also wie gut oder wie euer Körper reagiert. Und das ist ja auch wichtig an der Stelle, weil jeder Körper ist individuell. Und so sagt die Uhr dann einfach, okay, für dich war heute die Herzfrequenzvariabilität gut, ihr hast dich gut erholt oder schlecht. Und das kann vielleicht für jemand anders schon ganz anders aussehen, weil ihr eine ganz andere Variabilität habt. Dann haben wir natürlich auch noch die Schritte, die werden hier aufgezeichnet. Die habe ich mir aber extra anzeigen lassen, als natürlich auch den Pulsoximeter. Und wir sehen hier alles im grünen Bereich. Hier wird dann auch dann, wie gesagt, der Blutsauerstoffwert gemessen. Ja, und das ist auch erstmal die Health-App und ich finde es auch ganz gut, dass wir hier jetzt ein bisschen aufräumen. Ich finde immer ganz gut, dass man generell hier Sachen aufräumt und nicht alles einzeln ist. Das erspart schon mal einiges hier an Durchklicken. Dann haben wir natürlich wieder das klassische VO2 Max Widget. Da bekommt ihr natürlich eine Übersicht eurer aktuellen VO2 Max beim Laufen als auch beim Radfahren. Beim Radfahren geht das Ganze aber nur über ein Leistungsmesser. Das heißt also, den müsst ihr auf jeden Fall haben, damit ihr hier Werte bekommt. Und natürlich bekommen wir hier den Laktatschwellenwert. Das ist der Wert, also ihr baut ja Laktat auf, wenn ihr jetzt Sport macht und der Körper kann Laktat abbauen. Wenn ihr aber jetzt über, bei mir jetzt 161 Schläge pro Minute kommt, dann bauen wir so viel Laktat auf, wie der Körper nicht mehr abbauen kann und ihr fangt an schnell zu ermüden, beziehungsweise dann irgendwann ist Feierabend, wir können nichts mehr machen und das sagt dieser Schwellenwert an dieser Stelle aus. Und wir haben natürlich dann auch noch hier eine Laufprognose, wir sehen hier einmal für 5 Kilometer, für 10 Kilometer als auch für einen Halbmarathon und natürlich auch die Marathonprognose. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass zumindest die ersten zwei hier zutreffend sind. Das habe ich ja letztens auch schon geschafft, deswegen sind die Werte auch ziemlich ideal. Beim Halbmarathon auch, kommt es auch ungefähr in zwei hin. Und beim Marathon, den bin ich selber noch nie gelaufen, deswegen kann ich hier leider keine Aussage machen. Das ist aber noch eins auf meiner Bucketlist, um das zu erledigen. Dann haben wir noch den Trainingszustand bzw. das Trainingszustand-Widget, das euch auf einen Blick anzeigt, wie euer aktueller Trainingszustand ist. Wir sehen hier momentan Formaufbau. Das Ganze gibt es dann aber auch noch als Formabbau, als Erholung und dann übertrainiert. Und wir sehen hier ganz normal alles im grünen Bereich und da können wir auch nochmal reingehen. Hier sehen wir dann auf einem Schritt dann die VO2 Max, die Herzfrequenzvariabilität als auch die aktuelle Belastung. Und wie setzt sich das Ganze zusammen? Also wie schon die Werte hier stehen, haben wir natürlich hier auch das Trainingsload dabei. Das ist ja ziemlich bekannt. Also hier zeigt man einfach an, ja, ob man jetzt hier in einem grünen Bereich, also man sollte zwischen dieser grünen Wolke arbeiten. Jede eurer Workouts gibt hier quasi Punkte. Je nachdem, wie anstrengend war, gibt es viele Punkte oder wenn es nicht anstrengend war, gibt es wenig Punkte. Und dann zahlt ihr das hier, ich sag mal, auf so eine Art Konto ein. Und wenn ihr die Punkte dann gesammelt habt, stellt die Uhr einfach fest, ob ihr hier eurem Trainingsbereich seid, ob ihr drunter seid. Das heißt also, ist in eure Trainings nicht anstrengend genug, dann baut ihr irgendwann Form ab. Oder sind es zu stark, dann seid ihr drüber und ja, ist dann auf jeden Fall übertrainiert und habt auf jeden Fall ein sehr, sehr hohes Verletzungsrisiko. Also ihr solltet dann immer eher oben im Bereich arbeiten, wenn ihr eure Form aufbaut, aber nicht immer darüber gehen, weil der Körper muss sich natürlich auch an die, ja, an die Anstrengung gewöhnen, beziehungsweise hier je nachdem die Muskulatur anpassen. Und daher bitte das immer ganz zu beachten, damit ihr hier keine Verletzung verursacht. Beim Trainingsload sehen wir dann auch nochmal eine Übersicht, wie unsere Trainingsbelastung aktuell ist, als auch hier das neue Belastungsverhältnis, was wir mit der Forerunner 965 bekommen haben. Das ist eigentlich, ich sag mal, ein vereinfachter Wert fürs Trainingsload. Und ich finde es auch schade, dass es hier so ein bisschen versteckt ist und nicht ein Widget ist, was direkt in der Übersicht ist. Weil hier kann wirklich jeder, der sich mit dem Thema nicht auskennt, ganz einfach sehen, okay, ich trainiere zu viel oder ich trainiere zu wenig. Weil wenn ich zum Beispiel 1,1 heißt, mein aktuelles Training ist ein bisschen anstrengender als das, was aus der Vergangenheit war. Wenn ich jetzt noch mehr mache, dann würde der Wert noch weiter steigen und ich sollte nur in diesem grünen Bereich trainieren und nicht drüber gehen. Als auch, wenn ich dann ja, weniger mache, dann fällt der Wert unter 1. Das heißt also, das aktuelle Training ist weniger als in der Vergangenheit. Du baust die Form ab. Und das ist wirklich, man kennt es auch schon von den Polaruhren hier, wirklich sehr simpel dargestellt, ohne dass sich jetzt hier jemand groß mit der Thematik beschäftigen muss. Natürlich haben wir den Belastungsfokus hier auch nochmal detailliert angezeigt. Wenn wir jetzt hier reingehen, dann sehen wir auch nochmal, in welchen Bereichen wir trainieren sollen. Und wir können ganz gut erkennen, dass ich momentan nicht ausgeglichen trainiere. Also viel zu viel im leicht aeroben Bereich ist zu gering, steht hier oben sogar. Das heißt also, ich muss da auf jeden Fall mein Training ein bisschen anpassen. Und da hilft euch die Uhr auch so ein bisschen mit den täglichen Trainingsvorschlägen, die wir gerade vorhin schon kurz gesehen haben. Ihr bekommt die sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren. Und da möchte die Uhr euch ein bisschen hinleiten, damit ihr hier euer Training ausgleicht und hier wirklich ein ausgewogenes Training habt. Und natürlich haben wir hier die VO2 Max, HRV-Status, als dann auch die Erholungszeit.
sehen hier, aktuell sind es noch 6 Stunden erwartungsgemäße Erholung. Das heißt also, hier heißt es noch ein bisschen ausruhen bzw. das Training nicht so stark betreiben. Was neu dazu kommt, ist im Sommer ganz oft, ist die Hitzeakklimatisierung, die ab 22 Grad greift. Der Wert will euch einfach anzeigen, wie gut habt ihr euch der Hitze angepasst bzw. in wärmeren Tagen. Ihr könnt euch das einfach so vorstellen, es wird heiß und ihr geht dann laufen und merkt, boah, jetzt ist es aber richtig heiß. Und das ist einfach der Wert, den die Uhr euch hier so zeigen möchte, wie ihr euch so langsam der Hitze anpasst. Und das Ganze fließt dann natürlich auch dann hier in die verschiedenen Parameter, zum Beispiel im Trainingszustand mit rein oder auch bei den täglichen Trainingsvorschlägen, damit ihr das Ganze ausgeglichen habt. Das Ganze gibt es dann auch nochmal für die Höhe, für die Höhenakklimatisierung. Da gucken wir dann aber gleich nochmal, da gibt es nochmal ein separates Widget, das aber dann hier auch direkt angezeigt wird, wenn es dann aktiv wird. Dann haben wir natürlich das Trainingsbereitschaftswidget. Das gibt euch auf einen Blick, ja, wie gut ihr für den Training seid, wie bereit ihr seid. Wir sehen hier, es gibt einen roten Bereich, einen lilanen Bereich. Wir haben dann hier mehrere Bereiche. Wir haben einmal hier unten ist 0, wäre 0, das ist rot. Das heißt einfach so viel wie, ja, jetzt solltest du aber mal wirklich langsam machen, weil sonst, ja, wird es nicht gut. Als auch dann ein 100, da heißt dann, ja, beweg dich mal vom Sofa und mach ein bisschen was. Und so habt ihr so ein bisschen eine, ja, Übersicht, beziehungsweise wie bereit ihr fürs Training seid. Insgesamt, wenn wir mal reinsehen, können wir auch sehen im Widget, das sind alles die Faktoren, die mit, ja, Erholung zu tun haben, als auch der Schlaf, zum Beispiel HRV-Status, also wie gut ihr euch nachts dann wirklich erholt habt, als natürlich auch die Belastung und auch das Schlaf- und Stressprotokoll der letzten 7 Tage wird hier berücksichtigt. Das finde ich ganz gut, weil in der Vergangenheit wurde das als nicht so gemacht. Das heißt also, wenn ihr viele schlechte Nächte habt, wegen Kindern zum Beispiel, dann wird es auf jeden Fall hier bei eurer Trainingsbereitschaft auch berücksichtigt. Und ich kann aus der Erfahrung heraus sagen, dass dieser Wert doch wirklich gar nicht so schlecht ist und das immer sehr zutreffend war, weil meistens, wenn ich mich mies gefühlt habe und da drauf geguckt habe, hat es meistens gepasst. Und ich bin zwar jetzt kein Fan von, die Uhr sagt mir, gibt mir alles vor. Ich gucke da meistens immer danach drauf, wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe und ich wurde zumindest bei diesem Widget hier immer bestätigt. Was neu hinzukommt, ist dann der sogenannte Ausdauerwert. Wir sehen jetzt hier, beziehungsweise ich war ein bisschen überrascht, wie schlecht ich da eigentlich bin. Wir haben hier mehrere Stufen, da können wir einfach mal reingehen. Da sehen wir, die Hauptfaktoren sind hier Laufen, Radfahren und Gehen. Und da wird einfach geschaut, ja, wie gut oder wie intensiv ist euer Training und wie gut ist euer VO2 Max, ja, im Vergleich zum Alter. Und wir sehen hier, bei mir ist es momentan Mittel. Und wir können uns das Ganze dann auch hier nochmal im Tooltip anzeigen lassen. Das ist an dieser Stelle hier auch möglich. Ebenfalls könnt ihr euch den Wert auch in Garmin Connect nochmal genauer anschauen. Den findet ihr ganz einfach, wenn ihr der App seid, hier rechts unten unter Leistungsstatistik. Und da gibt es hier dann den Ausdauerwert, da gehen wir drauf. Da sehen wir hier einmal meinen Ausdauerwert nochmal und auch die Hauptfaktoren, wie das Ganze sich hier zusammengesetzt hat, aus Laufen, Radfahren, Gehen und andere Aktivitäten, als dann auch natürlich den 12-Wochen-Verlauf. Und wir sehen auch hier, das Diagramm ist noch nicht so weit, weil die Uhr damit erst angefangen hat. Und bei der Hilfe können wir dann auch mal genau sehen, wenn wir uns das anschauen, wie sich die Werte zusammensetzen, also was für Werte es gibt, in welchem Altersbereich ich unterwegs bin, als dann auch, wie man hier den Ausdauerwert weiter erweitern kann, beziehungsweise das Ganze hier fokussieren kann, dass es hier besser wird. Wir sehen hier Dauer, Intensität, wie ich schon gesagt habe, Geschwindigkeit und Leistung, sofern verfügbar, als auch die VO2 Max oder auch Alter, Geschlecht, BMI. Und so habt ihr dann nochmal eine kleine Übersicht, wie der Ausdauerwert hier zustande kommt. Ich muss das Ganze jetzt erstmal ein bisschen testen, wie gut und schlecht das Ganze ist. Wie gesagt, ich habe die Uhr jetzt erst hier 4 oder 5 Tage an und von daher kann man da noch keine konkrete Aussage machen. Ebenfalls, was neu hinzugekommen ist, dann der sogenannte Hill Score. Auch das ist noch nicht übersetzt. Und wir sehen hier momentan, es dauert noch 2 Wochen, bis das Ganze hier angezeigt wird. Ich bin ja erst in Woche 1. Ich bekomme leider bei Garmin nicht vorab die Uhren wie jetzt andere YouTuber. Von daher muss ich erstmal hier 2 Wochen trainieren. Wir sehen hier auch nochmal, wie sich das Ganze dann zusammensetzt. Und auch hier gibt es nochmal die Option, das Ganze in Garmin Connect anzuschauen. Auch hier nochmal auf die 3 Punkte und dann hier auf die Leistungsstatistik. Und hier unten gibt es dann Hill Score. Und auch da bekommen wir so eine kleine Übersicht bzw. eine Hilfe angezeigt, wie sich es zusammensetzt. Auch hier gibt es zwischen 1 und 100. Und hier ist das vor allem für die Trailrunner sehr interessant, wie gut ihr hier beim Berglaufen seid. Ich muss das, wie gesagt, auch nochmal testen. Werde es auch im Test nochmal zeigen. Wahrscheinlich dann auch beim Navigationstest, weil ich werde auf jeden Fall ein Navigationsvideo machen. Da laufe ich auch mal so ein bisschen am Berg entlang. Dann haben wir natürlich auch wieder das Radfahrvermögen dabei, das euch so eine kleine Übersicht gibt, wie euer aktuelles Radfahrtraining ist. Wir sehen jetzt hier, wenn wir reingehen, ich bin momentan ein Ebenenexperte, bin jetzt sehr viel in der Ebene gefahren. Und wir sehen auch hier nochmal, wie die Trainings sich hier zusammensetzen. Beziehungsweise ihr könnt euch das Ganze auch nochmal schön durchlesen, wie ihr das dann hier auch erweitern könnt, beziehungsweise das beibehalten könnt und bekommt hier noch so ein paar Tooltips. Wie gesagt, auch hier gibt es tägliche Trainingsvorschläge fürs Radfahren auf dieser Uhr.
Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist natürlich das neue Trainingswidget bzw. das Wettkampfwidget. Und wir sehen hier, ich habe momentan ein Frankfurt-Halbmarathon-Staffelrennen hinterlegt. Ich sehe gerade mit Schreibfehler. Und der findet in 20 Wochen statt. Ihr habt auch die Möglichkeit, jetzt sehen wir hier im Wettkampfkalender, mehrere Wettkämpfe zu hinterlegen und hier dann einen Hauptwettkampf festzulegen. Das habe ich in diesem Fall jetzt nicht. Und wenn wir jetzt einfach mal reingehen, was ist dieser riesen Vorteil von diesem Trainingsplan oder Trainings-App, die wir haben? Er macht nämlich hier einen Trainingsplan. Wir können hier oben, wenn wir im Widget drin sind, auch reingehen. Dann bekommen wir hier tägliche Trainingsvorschläge angezeigt. Und sehen wir hier einfach, was ich dann alles trainieren soll, um hier mein Ziel zu erreichen. Weil ich habe hier eine Zielzeit angegeben und da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, hier für ein Event zu trainieren. Wenn wir dann in die Planübersicht gehen, dann sehen wir auch nochmal, wie sich der ganze Plan zusammensetzt. Also im Prinzip ist es eigentlich wie wirklich ein Trainer, der euch irgendwie hilft, euer Ziel zu erreichen. Beziehungsweise ihr könnt sagen, Zielzeit, als auch ich möchte es generell erreichen, das Ziel. Dann habt ihr die Option und hier bekommen wir dann, wie gesagt, hier Reduzierungsphase, als auch Höchstformphase, Aufbauphasen. Das ist hier alles dabei. Darüber hinaus bekommen wir dann auch nochmal angezeigt, wie die aktuelle Zielzeit ist. Und die Prognose liegt momentan bei 1 Stunde 13:24. Mein Ziel, was ich angegeben habe, 1 Stunde 13:40. Ich müsste es, glaube ich, ein bisschen runter korrigieren, weil das habe ich ja schon eigentlich gut erreicht. Als natürlich dann auch nochmal hier die Mittelstemperaturen bzw. die gemittelten Temperaturen, die an diesem Tag stattgefunden haben. Und so könnt ihr das ein bisschen einschätzen, was euch da ungefähr am Wetter erwartet. Natürlich haben wir auch wieder einen Garmin-Coach mit an Bord. Das heißt also, hier bekommen wir dann auch wieder für 5 Kilometer, 10 Kilometer, einen Halbmarathon einen Coach, der euch so ein bisschen hilft, diese Ziele zu erreichen. Auch hier könnt ihr eine Zeit angeben, beziehungsweise generell das Ziel zu erreichen. Und ihr bekommt hier so ein paar Videos angezeigt, wie das Ganze dann funktioniert. Ich habe dazu mal einen Blog gemacht. Das war aber einer meiner ersten Videos hier auf dem Kanal. Das verlinke ich dir oben mal. Also da bitte ich um Nachsicht von der Qualität manchmal. Und da habe ich mal gezeigt, wie so ein Garmin-Coach funktioniert. Und ich habe auch wirklich tatsächlich sehr gut das Ziel erreicht mit dem Coach. Dann haben wir auch wieder ein ABC-Widget. Das beinhaltet eigentlich alles, was mit dem barometrischen Höhenmesser zu tun hat, als ein Kompass. Wir sehen hier einmal den Kompass, den wir dabei haben, als natürlich dann auch hier den Höhenmesser. Und bei dem Höhenmesser habt ihr dann auch die Möglichkeit, wenn wir hier rechts draufklicken, diesen zu kalibrieren. Das ist hier versteckt und da können wir einfach reingehen. Dann sehen wir hier, ihr könnt einmal manuell die Höhen eingeben. Das bedeutet also, wenn ihr jetzt hier auf einer Hütte seid oder irgendwo was ist, wo es amtlich gemessen ist, dann könnt ihr es hier eingeben, als natürlich das Ganze hier über GPS zu machen. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, gerade wenn ihr in die Berge fahrt oder hier am Berg seid, dann empfehle ich euch wirklich, das Ding zu kalibrieren, weil manchmal braucht es ein bisschen, bis das alles passt und deswegen, da ist manch manueller Eingriff manchmal gar nicht so schlecht. Dann haben wir natürlich den barometrischen Höhenmesser generell. Da bekommen wir das Wetter angezeigt, beziehungsweise wie das dann hier aussieht. Und wir können auch hier reindrücken und dann sehen wir hier, da kommen wir dann auch einmal zur Kalibrierung, als auch dann zur Einstellung. Und bei der Einstellung könnt ihr dann nämlich hier die Unwetterwarnung einstellen. Die ist defaultmäßig ausgestellt. Ich habe die mal eingeschaltet und hier bekomme ich dann einen Alarm und bekommt eine Meldung auf die Uhr, dass ein Unwetter aufzieht. Und so ist es gerade, wenn ihr im Wald unterwegs seid, in Bergen, ganz praktisch, dass wenn ihr gerade vor allem in den Bergen, wenn ihr es nicht seht, dass hier ein Unwetter kommt und ihr euch da mal langsam in Sicherheit bringen solltet. Wenn wir schon beim barometrischen Höhenmesser sind, kommen wir auch zur Höhenakklimatisierung. Ich habe es ja schon erwähnt, ich kann euch das leider hier nicht zeigen. Ich zeige euch das mal auf der Tactics 7. Ich habe das im Urlaub nämlich genutzt. Das Ganze wird dann erst ab 850 Höhenmeter bis 4000 Höhenmeter aktiv. Und hier wird einfach geguckt, wie gut habt ihr oder wie gut hat euer Körper sich an die Höhe angepasst, weil gerade in der Höhe weniger Sauerstoff zur Verfügung steht. Und dann müsst ihr euch natürlich anpassen. Das merkt ihr, wenn ihr dann laufen geht auf Höhen, dass euch schneller die Luft weggeht und das mit nach Zeit besser wird. Jetzt haben wir so alles, was Sport angeht, so ein bisschen durchgemacht. Jetzt kommen so ein paar super Komfort-Features. Wir haben hier zum Beispiel die alternativen Zeitzonen. Das heißt also, ihr könnt hier Städte hinterlegen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier Alexandria, die ist jetzt eine Stunde vor uns. Ihr könnt aber auch hier auf das Plus gehen und dann einfach hier in der Weltkarte, je nachdem, wo ihr gerade unterwegs seid, hier eine Stadt aussuchen. Das können wir einfach hier mal machen. So, und dann bekommen wir jetzt hier alle Städte angezeigt, die hier so angeboten werden. Dann können wir das zum Beispiel nehmen und sagen, hier möchte ich die Zeitzone umbenennen. Eigentlich nicht, nein, möchte ich behalten. Und so habt ihr dann die neue Zeitzone hinterlegt und habt auf jeden Fall, wenn ihr viel reist, dann hier auch nochmal die zusätzliche Zeit. Es gibt auch Display-Designs, die euch dann nochmal helfen, die Zeitzone extra mit einzublenden. Das heißt also, dann habt ihr auch mehrere Zeiten hier vorne auf eurem Zifferblatt. Was mit einem Update vor einiger Zeit gekommen ist, auch das Jetlag-Feature. Ihr könnt euch hier zum Beispiel Reise anlegen. Ich habe jetzt einfach mal eine Dummy-Reise angelegt für Australien. Und hier bekommt ihr, wenn wir reingehen, so eine kleine Übersicht angezeigt, dass wir 8 Stunden Unterschied haben, dass wir starken Jetlag haben werden. Dann die Ortszeit, als auch so ein paar Tipps, wie wir das Ganze hier nutzen können. Ich soll jetzt zum Beispiel hier oben, sieht man ganz gut, Licht vermeiden. Und
auch hier mit Schlaf und ja, welche Aktivität ich machen kann, wird hier dann in so einem Zeitstrahl angezeigt und hilft auch hier ein bisschen weiter. Das Ganze gibt es dann natürlich auch nochmal in Garmin Connect. Wenn wir jetzt hier auf die Übersicht gehen, auf den Startbildschirm sehen wir hier Reise morgen, Ziel ist 23.41 Uhr. Und dann bekommen wir auch hier nochmal so eine kleine Übersicht. Wir sehen ja auch hier schon mal da unten Licht an und wann wir schlafen gehen sollen, als auch aktiv sein. Da wird euch nochmal geholfen, damit ihr hier auch ganz gut an eurer Destination bzw. eurem Ziel ankommt und so halbwegs erholt seid. Das ist gerade für die Leute interessant, die viel reisen, kann das wirklich hier sehr gut genutzt werden. Ebenfalls, was neu dazugekommen ist, ist auch Ebbe und Flu. Das haben wir jetzt auch dabei. Wir sind jetzt hier, aktuell haben wir noch Ebbe in Brüssel. Ich habe es einfach mal Brüssel hinterlegt. Und hier können wir auch in die Details reingehen. Dann sehen wir hier 0,7 Meter in 7 Minuten. Das heißt also, hier sehen wir dann die Zeit nochmal aufgedröselt. Und ihr könnt auch hier nochmal hinzufügen, sei es jetzt hier eine aktuelle Position, wo ihr seid, als auch die Karte verwenden oder hier direkt eine Stadt suchen. Dann habt ihr hier auf jeden Fall auch die Möglichkeit, hier für eure Stadt oder für eure Umgebung Ebbe und Flut anzulegen. Was wir auch haben, ist natürlich dann wieder hier, was Börse angeht. Ich nutze es persönlich nicht. Hier könnt ihr eure Aktien hinterlegen und dann hier die Börsenkurse verfolgen. Aber hier muss natürlich immer das Handy synchronisiert werden oder mit dem Handy synchronisiert werden, damit ihr die Daten hier auf der Uhr habt. Natürlich darf auch hier ein Kalender nicht fehlen. Wenn wir reingehen, dann sehen wir auch einmal hier den Geburtstag, den ich hier habe, beziehungsweise dann Schulferien und ja, den täglichen Trainingsvorschlag sehen wir auch. Und wir können da auch nochmal reingehen und können uns das Ganze hier nochmal im Detail anschauen, was hier für ein Vorschlag ist. Als natürlich dann auch nochmal hier, ja, bekommen wir so eine kleine Übersicht, was hier in dem Kalender mit drin steht. Was wir ebenfalls sehen, sind auch smarte Benachrichtigungen. Da können wir auch mal reingehen. Da bekommen wir jetzt hier alles Mögliche angezeigt. Zum Beispiel Nintendo Newsletter, als auch hier die Podcasts, die ich höre. Oder hier zum Beispiel von Komoot, die Kudos, die ich bekommen habe. Erstmal vielen Dank dafür. Als natürlich auch hier dann, ja, eine Erinnerung für Snacks. Und wir sehen auch hier, wenn wir zum Beispiel mal einen reingehen, das ist jetzt für mein Auto, und dann sehen wir hier, ja, das ist Auto jetzt ein Innenraum, Fahrzeug ist jetzt gewünschte Temperatur. Also das heißt, meine Frau hat gerade eben das Auto hier auf die Klimaanlage eingestellt. Das bekomme ich hier auch angezeigt. Als natürlich auch in die E-Mails können wir auch mal hier reingehen, in den Newsletter. Können wir so eine kleine Übersicht anschauen. Aber ihr könnt hier nicht direkt darauf antworten. Das ist wirklich hier nur wirklich zum Lesen. Und wenn ihr zum Beispiel eine WhatsApp-Benachrichtigung bekommt, das geht an dieser Stelle auf jeden Fall nicht. Dann haben wir natürlich auch wieder den Herr Snapshot. Da könnt ihr dann nochmal eine kleine Auswertung machen eures aktuellen Gesundheitszustandes. Ich blende es einfach mal ein. Hier bekommt ihr so eine Übersicht eures Blutsauerstoffs, Stress etc. Und wenn ihr das jeden Tag macht, dann habt ihr hier nochmal so eine kleine Übersicht. Was wir natürlich auch haben, ist dann hier ein Temperatursensor, wie ich schon gesagt habe. Hier bekommen wir auch mal so einen kleinen Verlauf angezeigt. Wir sehen hier, ich bin gerade im Keller runter und zack, ist die Temperatur runter. Aber wir sehen auch hier 28 Grad. Es ist nicht so ganz, wie es jetzt aktuell hier ist. Also es sind viele Einflussfaktoren, wie jetzt hier Körpertemperatur, die hier einwirkt. Der Sensor macht eigentlich nur Sinn, wenn ihr den jetzt irgendwo extern nutzen wollt, wenn es direkt am Körper ist. Also da zu sagen, okay, es ist so und so warm. Etwas schwierig, aber er ist auf jeden Fall mit verbaut. Dann haben wir natürlich auch wieder die Musikfunktion. Wir haben hier zum Beispiel Spotify verbunden. Es kann auch Amazon oder Deezer benutzt werden. Wir können einfach mal reingehen. Wichtig dabei ist aber, dass die Uhr mit dem WLAN verbunden ist, weil das Ganze wird hier über das WLAN gezogen. Hier könnt ihr zum Beispiel jetzt Podcast oder auch die Playlisten herunterladen. Wir können einfach mal speziell für Sie gehen. Das ist so eine Playlist, die immer für mich von Spotify erstellt wird. Und dann sehen wir hier, können wir das Ganze dann auch runterladen und hier die Musik mitnehmen. Und ihr könnt auch dann alle möglichen Kopfhörer verbinden. Es gehen auch die AirPods Pro, das ist auch möglich. Also hier gibt es kaum Einschränkungen. Alles, was Bluetooth hat, kann hier ohne Probleme verbunden werden. Ihr könnt Musik hören und das Ganze mitnehmen. Und hier muss auch dann kein Handy dabei sein, wenn ihr die Musik dann unterwegs anhören möchtet. Zu guter Letzt haben wir dann noch ein Widget aus dem Garmin Connect IQ Store. Wir sind jetzt hier aktuell im Batterie-Widget. Und das zeigt mir jetzt momentan einen Stundenverbrauch von 0,45% pro Stunde an. Da muss ich aber sagen, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, erstmal habe ich das Display hier auf maximale Helligkeit als auch maximale Brenndauer von 15 Sekunden. Das bedeutet also, hier ist momentan der Akkuverbrauch etwas höher. Habe hier schon eine Aktivität gemacht beim Fahrradfahren, das haben wir vorhin gesehen, von über 2 Stunden als auch über 1 Stunde laufen, als im Multiband-GPS und ja, die Uhr auch immer täglich getragen, 24/7. Und auch Always-On-Display, als auch dann Herzfrequenzmessung 24/7. Das heißt also hier alles, was geht, eingeschaltet. Und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, was die Akkulaufzeit angeht. Ich werde aber dazu noch einen Test machen, einen Akkutest, wie ihr das gewohnt seid. Und da nehme ich euch einfach mal auf eine Akkuladung oder einen Akkuzyklus mit. Dann seht ihr einfach mal, was ich alles mache und wie dann der Akkuverbrauch ist. Und dann könnt ihr das auch für euch einschätzen, ob das für euch ausreichend ist. Dann können wir hier natürlich noch auf Bearbeiten gehen. Sehen wir hier, dann könnt ihr einmal die Widgets nochmal sortieren. Das geht aber auch übers Handy und ein bisschen einfacher tatsächlich. Als natürlich dann auch noch welche hinzufügen. Wir sehen jetzt hier Ordner erstellen, Atmung, Barometer
und das, ja, Golffunktion, das habe ich tatsächlich nicht ausgewählt. Die Uhr unterstützt natürlich alles mögliche an Golf. Also ihr könnt Golfplätze hinterlegen, als dann auch, wenn ihr einen Schläger habt, der das Ganze messen kann mit dem Schwung. Das geht hier zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall möglich. Und Herzfrequenz senden, HV-Status. Also ihr seht, hier könnt ihr noch mal ein paar Sachen hinzufügen, die ich jetzt momentan hier nicht extra angezeigt habe. Dann kommen wir auch schon zu einer nächsten weiteren Änderung. Und zwar, das ist das Kartenmaterial. Dafür gehen wir jetzt einfach mal hier rechts rein. Gehen wir jetzt mal hier runter. Und zwar unter Karten. Einmal haben wir hier eine Änderung, dass wir jetzt hier bei den Karten mehr Kontraste bekommen, beziehungsweise die Berge etwas besser angezeigt werden. Das haben wir mit den alten Karten jetzt noch nicht gehabt. Das werden wir gleich nochmal sehen. Ich scroll jetzt einfach mal ein bisschen raus. Und hier können wir schon mal ganz gut erkennen, dass wir hier Konturen angezeigt bekommen. Also hier, ich weiß nicht, ob das in der Kamera so gut erkennbar ist. Es gibt hier so Erhöhungen, die auf jeden Fall hier dargestellt werden. Wir sehen auch hier, das dauert so ein bisschen, wenn es nachlädt. Und wir können das Ganze nochmal kurz in der Apex 2 anschauen. Da haben wir das momentan nämlich noch nicht. Und wenn wir es bei der Apex Pro anschauen, dann können wir eigentlich ganz gut die Konturen hier erkennen vom Berg. Den haben wir jetzt hier bei der Apex 2 nicht. Wir sehen hier zwar der grüne Bereich, das ist die gleiche Stelle in der Karte. Und wir sehen auf jeden Fall hier schon mal so eine kleine Bergübersicht. Das ist jetzt hier neu, beziehungsweise wird uns hier nochmal genau angezeigt. Gerade wenn ihr jetzt hier irgendwo unterwegs seid, bekommt es wirklich sehr gut angezeigt. Was wir auch gut erkennen können, wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Straße klicken, dann bekommen wir hier auch noch die Straße angezeigt. Also hier könnt ihr euch in der Karte dann auch so ein bisschen orientieren und dann könnt ihr schauen, wo ihr dann irgendwie hin wollt, als dann auch hier dann tatsächlich hier losgehen und dann navigieren lassen, falls ihr dann an einem gewissen Punkt hin möchtet. Das heißt also, wir haben jetzt hier mehr Konturen, ist natürlich dann auch wieder die Skikarte verbaut, als natürlich auch hier in dem Fall die europäische Karte. Und wie ich es eingangs schon erwähnt habe, wir haben auch wieder den Kartenmanager dabei. Das heißt also, hier sehen wir auch dann einmal die Verfügbarkeit unseres Speichers, das ist noch 14,6 GB, als auch hier Outdoor Maps Plus. Das ist eine Funktion, die gibt es momentan nur in Amerika. Da bekommt ihr so eine Art Google-Anzeige, das heißt also Satellitenkarte. Das geht hier momentan in Deutschland leider noch nicht. Dann haben wir die Topo-Aktivkarten, da können wir auch sehen, 11,5 GB ist die groß. Das heißt also, hier sind auf jeden Fall möglich, auch mehrere Länder auf die Uhr herunterzuladen. Und wenn wir schon beim Thema Karten sind, dann können wir auch ganz kurz zur Navigation gehen, weil hier gibt es nämlich dann auch eine Änderung, die natürlich auch die Karten betrifft. Ihr könnt dann, ist es jetzt egal für welche Aktivität, ich zeige es jetzt einmal fürs Laufen, nämlich hier neue Datenfelder oder Layouts einstellen. Dafür müsst ihr einfach in die Aktivität hineingehen, die ihr möchtet. Wie gesagt, ich nehme jetzt einfach mal Laufen und dann wählen wir das Ganze aus. Wir überspringen jetzt mal den täglichen Trainingsvorschlag und dann drücken wir hier links länger auf die mittlere Taste und dann kommen wir hier in die Laufeinstellung rein. Wenn das jetzt Wandern wäre, wird es Wanderanstellung heißen, dann gehen wir jetzt einfach in die Laufeinstellung hinein und dann gibt es hier das Feld Datenseiten, das können wir auswählen und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit bei Karten dann nämlich das Layout zu ändern, da geht ihr einfach dann zu eurer Karte, wir sehen hier, ich habe schon ein neues ausgewählt, dann geht ihr einfach auf den Stift und dann könnt ihr sagen, okay, Layout möchte ich jetzt zum Beispiel hier ein geteiltes Layout haben, das heißt also halb Karte, halb Datenfeld, das wählen wir aus und dann sagen wir auch zum Beispiel noch die Datenfelder können wir einstellen, dann blinkt es hier. Dann könnt ihr euch zum Beispiel hier noch ein Distanzfeld oder ein Pacefeld ändern, je nachdem wie ihr es möchtet. Und dann habt ihr bei der Navigation bzw. beim Laufen rechts die Karte und links die Datenfelder. Das zweite Layout, was wir schon gerade eben gesehen haben, dafür gehen wir nochmal raus, ist dann das mit den Ringen außenrum. Und hier ist dann auch die Möglichkeit, da habt ihr die Karte dann in der Mitte. Und auch hier könnt ihr dann sagen Datenfelder und dann sehen wir hier, es blinkt oben, könnt ihr hier für jedes einzelne Feld hier außenrum das Datenfeld definieren. Was ihr nicht ändern könnt, ist die Farbe des Rings, das geht momentan nicht. Ich finde es persönlich etwas besser hier, weil wir natürlich dann hier so ein bisschen mehr Übersicht haben, was die Karte angeht. Generell gab es ja in der Vergangenheit schon die Möglichkeit, hier das Layout generell anzupassen. Das heißt also, wir können auch die Karte ganz anzeigen lassen und hier zum Beispiel dann nur ein Datenfeld anzeigen lassen, hier Pace zum Beispiel, als auch zwei Stück des links und rechts. Das geht halt in der Karte so ein bisschen unter, aber das war schon in der Vergangenheit immer möglich gewesen. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Aktivitäten. Garmin bietet hier etwa 30 neue Aktivitäten an. Ich blende es hier einfach links mal ein. Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, hier Sachen Favoriten zu hinterlegen. Das haben wir hier momentan. Wir sehen jetzt auch hier, gibt es noch Navigieren und Expeditionsmodus. Beim Expeditionsmodus wird nur einmal die Stunde die Daten aufgezeichnet. Und es ist quasi eigentlich fast alles abgeschaltet, um hier maximale Akkulaufzeit rauszubekommen. Wir haben eine Tracker-Funktion, als natürlich dann auch hier die Möglichkeit, den Stride Foodpod anzuschließen. Wenn ihr jetzt eine Aktivität hinzufügen wollt, ist das Ganze mittlerweile auch ja, schön sortiert. Das kennen wir jetzt auch schon von den Phoenix und FX2 Uhren. Wir sehen hier, je nachdem, was ihr jetzt zum Beispiel haben wollt, gehen wir ins Laufen rein, ist alles, was das Thema Laufen angeht, hier unterteilt und ihr könnt es dann in die Favoriten hinzufügen. Da ist zum Beispiel auch zum Beispiel das neue
Extremhindernislauf dabei. Das heißt also, wenn ihr Mudder-Jäger macht oder hier ein Strong Viking und dann Hindernisse habt, könnt ihr es pausieren und dann wird der Lauf hier separat gewertet und die Hindernisse. Und wenn ihr da zwei Runden macht, erkennt es bei der zweiten Runde dann, wenn ihr am Hindernis seid und die Uhr stoppt es automatisch. Natürlich haben wir dann auch wieder hier Fitnessstudio, Wintersport, Wassersport dabei und da ist ja auch zum Beispiel ja Kajak, Rudern, Surfen. Das ist auf jeden Fall hier auch mit unterstützt. Und Garmin hat je nachdem, was ihr auch für Sachen macht, zum Beispiel wenn wir hier ans Segel reingehen, das können wir mal kurz anschauen, eigene Datenfelder, die dann angezeigt werden. Können wir einfach mal gucken. Das sind jetzt hier zum Beispiel Distanz oder Geschwindigkeit über Grund wird hier angezeigt. Und so habt ihr dann auch die für euch segelrelevanten Daten. Ich kann damit jetzt nichts anfangen, weil ich da nicht selber segel. Aber so habt ihr dann für jede Aktivität hier nochmal so eine eigene Auswertung dabei. Thema Daten, wir haben beim Laufen natürlich jetzt auch hier bei den neuen Uhren die Laufeffizienzwerte ja automatisch am Handgelenk gemessen. Das heißt also, wenn ihr die Uhr anzieht und keinen Laufgurt dabei habt oder kein Garmin HRM Pro Plus oder Run-Gurt, als auch den Laufpod, nur da habt ihr ja früher dann Laufeffizienzwerte bekommen. Das geht mit der Uhr jetzt nativ, also das heißt, vertikale Bewegung, vertikales Verhältnis, also auch Schrittfrequenz in Echtzeit wird jetzt hier angezeigt. Das bekommt ihr auf jeden Fall hier auch jetzt auf die Uhr. Als natürlich auch die Wattmessung am Handgelenk. Das heißt, also ihr könnt dann auch mit Wattmessung trainieren. Ihr könnt euch auch eigene Trainings anlegen und dann hier nach Watt trainieren. Wie das Ganze mit Trainings funktioniert, das verlinke ich dir oben mal. Habe ich ein Tutorial gemacht. Da könnt ihr auf jeden Fall eigene Trainings erstellen, nach denen trainieren. Gerade wenn ihr so im hügeligen Gebiet wohnt wie ich, der ab und zu mal rausläuft, ist halt natürlich die Wattmessung hier nochmal sehr hilfreich. Und wenn wir uns die Einstellung mal kurz anschauen, dann können wir auch nochmal schauen, was es eigentlich sonst noch an Möglichkeiten und an Daten gibt. Ihr habt zum Beispiel im Laufen auch die Möglichkeit, hier dann Climb Pro einzuschalten. Momentan funktioniert das Ganze noch mit der Navigation. Das heißt also, wenn ihr jetzt eine Strecke navigiert, dann bekommt ihr hier den Anstieg angezeigt, beziehungsweise eure Strecke wird in Anstiegen zerteilt. Ich werde, wie gesagt, auch mal ein Navigationsvideo dazu machen. Und falls du das sehen willst, dann lass auch gerne ein Abo da, damit du es nicht verpasst. Da werde ich es im Detail nochmal zeigen. Garmin hat aber jetzt angekündigt, das Ganze wie beim Edge 1040 auch generell anzubieten. Das heißt also, wenn ihr einen Berg hinlauft, soll mit dem Update kommen, dass ihr dann auch hier Climb Pro angezeigt bekommt, weil die Uhr dann einfach erkennt, dass ihr jetzt hier am Berg seid und kriegt eine Übersicht über eure Steigung. Dann natürlich noch die Möglichkeit, hier Laufleistung einzustellen. Das ist hier eine Option, da könnt ihr es auch ausstellen, wenn ihr das haben wollt. Wie auch den Touchscreen aus- und einstellen, wie ihr es haben möchtet. Was aber dann noch interessant ist, ist dann auf alle Fälle hier auch die Satelliten. Wir haben nämlich jetzt hier bei allen Uhren das Multiband verbaut. Es gibt hier keinen Unterschied mehr. Wir haben die Option hier einmal zu sagen, okay, ich möchte keine Messung haben. Also das heißt gar keine GPS-Messung. Als auch Standard verwenden. Das ist jetzt hier automatisch ausgewählt. Also das wäre jetzt der Standard, das ist automatisch. Als nur GPS, das heißt also hier wird nur mit GPS gemessen. Oder alle Systeme, da werden alle Satellitensysteme unterstützt bzw. genommen, um eure Position zu erkennen. Ist aber nicht ganz so genau wie jetzt das Multiband. Also es ist schon wirklich sehr genau, aber das Multiband ist hier an dieser Stelle nochmal besser, weil hier wird dann nochmal mehr berechnet, wo ihr aktuell seid. Das ist aber das mit dem höchsten Akkuverbrauch. Meine Lieblingseinstellung ist aber eindeutig automatische Auswahl. Das heißt also, die Uhr erkennt anhand der Signalstärke oder Satellitenstärke, was hier welches System es nutzen soll, ob es jetzt zum Beispiel auf alle Systeme gehen soll oder auf alle Multiband und wird auf jeden Fall hier den optimalen Wert finden. Es gibt wirklich eine ganz, ganz, ganz kleine marginale Abweichung, wenn ihr Multiband nehmen würdet. Aber das ist wirklich so, ich sag mal, im Mühbereich und kann man fast vernachlässigen. Wir reden von 10 oder 20 Metern bei 20 Kilometer. Und das ist aber der Mehrgewinn an Akkuverbrauch ist auf jeden Fall hier nochmal deutlich da. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, hier automatische Auswahl zu nehmen. Generell muss ich sagen, die GPS-Daten sind wirklich sehr gut. Also sowohl im Wald als natürlich auch im Freigelände bekommt ihr optimale Werte angezeigt. Auch die Uhr reagiert sehr schnell, wenn ihr stehen bleibt, was die Pace angeht. Also da kann ich auf jeden Fall nichts Negatives sagen. Das funktioniert hier mittlerweile sehr gut. Dann haben wir natürlich noch den Ultra Track. Der bietet natürlich hier die maximale Akkulaufzeit mit der geringsten Aufzeichnungsrate. Da habt ihr auf jeden Fall auch die Option, das Ganze einzustellen. Ja, dann möchten wir ganz, ganz kurz hier in die Garmin Connect App hineingehen. Wir sehen hier, wir haben einmal hier die Übersicht des Trainingsbereitschafts als auch Trainingszustand. Ihr seht, ihr kommt das alles hier nochmal schön detailliert angezeigt. Ihr könnt dann wirklich immer, wenn es synchronisiert, hier alles auf einen Blick sehen. Auch der Jetlag-Ratgeber ist dabei, als auch die Herzfrequenz. Ihr seht, dann wird hier nochmal wirklich alles wunderbar aufgearbeitet. Als natürlich dann auch hier zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit MyFitnessPal, das mache ich jetzt momentan nicht, Kalorientracking betreibt, bekommt es hier angezeigt. Und ihr könnt auch natürlich hier das Ganze nochmal selber einstellen. Und so habt ihr das hier nochmal auf einen Blick. Genau gesagt auch dann hier nochmal Vergangenheit. Und ich muss auch sagen, die Garmin Connect App ist hier wirklich sehr schön gemacht und sehr schön aufgebaut. Es gibt hier auch noch ein paar Challenges, die ihr machen könnt. Das heißt also hier gegen Sachen antreten, als natürlich dann auch hier im Kalender dann die Sachen zu verwalten, die wir hier
an dieser Stelle haben. Zum Beispiel jetzt hier könnt ihr dann sagen, wenn ihr hier einen Tag reingeht, könnt ihr hier zum Beispiel jetzt eine Reise hinzufügen. Das wäre zum Beispiel ein Jetlag interessant, als natürlich auch eine Wettkampf für euren Wettkampfkalender. Das ist hier an dieser Stelle möglich. Ja, das Ganze sollte jetzt einfach mal ein grober Überblick der neuen Garmin Apex Pro sein. Ich wollte euch einfach mal zeigen, was hier Neues alles hinzugekommen ist. Ich werde die Uhr jetzt ausführlich testen. Das heißt also, wie gesagt, das Navigationsvideo, wie ich schon zweimal erwähnt habe, als natürlich auch den Test selber und den Akkutest. Wenn du sowas nicht verpassen willst, lass wie gesagt gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Wenn dich noch mehr rund um Garmin interessiert, ich verlinke mal Playlist rund um Garmin, als auch wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke auch meine Best-of-Playlist meines Kanals, da kannst du mal reinschauen, da siehst du, was sonst noch alles so stattfindet. Lass natürlich auch gerne einen Daumen hoch da, wenn dir das Ganze gefallen hat. Ansonsten bedanke ich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.